Es gibt Menschen, die behaupten, dass ihm das Talent bereits in die Wiege gelegt wurde. Ja, ich denke, die Fanpost und die Liebesbriefe sind mehr geworden als vorher. Und sonst hat sich nichts Dramatisches verändert. Liebesbriefe interessieren ihn im Moment eher weniger. Wichtiger sind zurzeit noch seine Freunde, mit denen er sich regelmäßig im Internetcafé trifft. Bodenständig ist er geblieben, sagen sie hier. Und dass Poldi irgendwann mal ein ganz großer wird, war nicht nur seinem Trainer klar. Der war immer schon also Ausnahmetalent. Hat immer eine höhere Klasse gespielt, als seine Altersstufe also erlaubt war. Auch immer, was er haben wollte, hat er erreicht immer. War immer so. Immer was, hat immer ein Ziel im Kopf gesetzt und dann hat er es auch geschafft, das Ziel. Letzte Vorbereitungen fürs morgen in Portugal beginnende Trainingslager. Eine Playstation muss noch her, denn die nächsten Tage an der Algarve könnten ganz schön lange werden. Sonst ist es so langweilig im Zimmer. Wenn ohne Musik oder ohne Spiel ist es langweilig. Gesagt, gekauft. In diesem Sinne fröhliches Packen und viel Spaß in Portimão. So, da wollen wir packen jetzt. Hier ist mal ein bisschen Parfüm hier. Was nimmst du da? Creme, Duschgel. Eines das Wichtigste, Musik, polnischen Hip-Hop, Fotos. Und jetzt kommt das Allerwichtigste, die Playstation, damit es nicht so langweilig wird. So, jetzt kann es ab nach Portugal gehen.